Grüß dich, der Preibisch hier. Ich melde mich aus dem Institut für gute Laune. Und heute will ich mal ein kleines Update machen, was wir gerade so forschen. Und ganz neu ist jetzt hier bei uns die IFKE-Card. Da seht ihr noch, seht ihr verschiedene Prototypen. Und also es geht halt im Prinzip um so eine Karte. Da kann man zum Beispiel, das ist wie so eine Karte, die dazu auffordert, also Kompliment, Lob oder Dank in seiner, sag ich mal, in seinem Umfeld zu verteilen und das dann hier einzutragen. Und hier steht als Beispiel ganz oben: Frau Krause, gute Arbeit heute, und das wäre dann ein Lob. Und ja, und diese Karte, die habe ich entwickelt, weil ein Familienmitglied von mir hatte, ich sag mal so, eine Angststörung. Und ich habe halt überlegt, was kann man gegen die Angst machen? Und weil ich ja als Philosoph arbeite, da betrachte ich ja die Angst und die Liebe als diese beiden Größen in der Welt, die immer in uns miteinander kämpfen. Die Angst ist das, was alles trennt, was teilt und zerteilt. Und die Liebe, das ist das, was alles verbindet. Und wir müssen uns jeden Tag entscheiden und in jeder Situation für die Angst oder für die Liebe, für das Ich, für das Ego, für uns selbst oder für die Liebe und das Wir. Und weil ich das halt so philosophisch gedacht habe, habe ich gedacht, naja, was hilft gegen die Angst? Natürlich die Liebe. Und normalerweise kennt man das so, also gegen eine Angststörung hilft die Konfrontationstherapie. Also wer Angst vor einer Spinne hat, sollte sie einfach versuchen, an die Spinne ranzugehen, zu lernen, dass es gar nicht so schlimm ist, und dann ist die Angst weg. Aber als Philosoph habe ich dann so ein bisschen den anderen Ansatz gewählt, mit der Liebe. Und da ist mir jetzt zugute gekommen, dass ich natürlich da schon einige Kunstwerke zu habe, wie zum Beispiel diese kleine gute Laune. Und die Frage ist, also wie kommt man denn zur Liebe? Und bei dieser kleinen guten Laune, da steht ja hinten drauf: Verschenke mich, dann werde ich frei. Vielleicht sieht man das hier ein bisschen. Das heißt, die Liebe ist gar nicht so ein Ding, was man so bekommen kann, sondern die offenbart sich im Verschenken der Liebe. Also die gute Laune kommt zu dir, wenn du die gute Laune verschenkst. Und das ist halt ein Ansatz, der mich zu dieser IFKE-Card gebracht hat in der Überlegung. Und ich habe dann jenem Familienmitglied einfach so eine Karte mitgegeben für den Alltag und gesagt: Füll mir die mal aus. Hier schreibst du immer rein, wer das Lob, den Dank oder das Kompliment gekriegt hat und ungefähr vielleicht, was da gemacht wurde. Und dann machst du hier so ein Kreuz und hier du hast eine Woche Zeit, hier mir das Ding mal auszufüllen. Und ich habe halt so gedacht, also gegen die Angst hilft auch ein angstfreier Raum. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Angehörigen zusammen bist, da hast du ja auch weniger Angst, als wenn das Fremde sind. Und die Frage ist, wie kann ich denn die Fremden zu Menschen machen, bei denen ich mich sicher fühle? Und tatsächlich ist das, also wenn ich die lobe, wenn ich denen Komplimente mache, wenn ich mich bedanke, wenn ich nett zu denen bin, dann werde ich spüren, dass diese Atmosphäre sich verändert. Und da habe ich dann einfach gesagt, probier das doch mal aus. Und jedenfalls hat das gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, das ist eine total gute Idee. Das werde ich jetzt mal weiterverfolgen. Und habe dann daran gearbeitet, erstmal mich gefragt, wo das herkam. Ich will noch, am Anfang war das, also das ist der absolute Prototyp hier. Und hier hinten ist der Lober drauf. Also man muss dazu sagen, wir haben im Institut für gute Laune auch die Komplimentik als Forschungsrichtung. Und wir arbeiten an der Idee, dass es zum Beispiel den Beruf eines Lobers gibt. Und das ist jemand, der kommt einfach in die Firma, den kann man bestellen und dann
ist ja eine Woche da oder einen Tag da und lobt alle wie verrückt nach einem bestimmten System. Also den muss man natürlich auch ausbilden, damit das gut funktioniert. Und dann bringt man in diese Firma so ein bisschen Schönheit, Lebendigkeit. Und ihr wisst ganz genau, was so ein Lob machen kann. Also ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, ein gutes Kompliment kann mehrere Monate lebendig sein. Also wenn man ein Lob kriegt dann, oder ein Kompliment, dann kann das einen, ich sag mal, zu innerlich zum Leuchten bringen und das kann ewig dauern. Sowas ist unglaublich wertvoll und als Forscher interessiert mich das natürlich, weil das wirkt ja wie eine Art Perpetuum mobile, weil die positive Energie, die sowas erzeugen kann, ist ja gigantisch und der Aufwand ist ja gering, ne, eigentlich, wenn man sich das mal angewöhnt oder wenn man sagt, wie so ein Kompliment mal zu geben. Da geht ja auf der einen Seite wenig Energie weg und auf der anderen kommt ganz viel dazu. Also im sozialen Bereich, wenn man das mal so energietechnisch. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen. Und ich habe, also durch Zufall kenne ich verschiedene Psychologen, unter anderem auch einen, der eine Angstklinik leitet. Und dem habe ich das gleich vorgeschlagen, habe ich gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Und der war auch gleich begeistert. Weil sowas wird auch mit Angstpatienten gemacht und er meinte gleich, das hilft auch gegen Depressionen und so. Das ist klingt total gut. Und dem habe ich jetzt mal so eine seriöse Variante gemacht. Und ich habe es jetzt erstmal IFGL-Card genannt, weil Institut für gute Laune, also IFGL. Und IFGL heißt ja die Puzzle-Kuh auch. Und ich bin mir noch nicht sicher, also wie kann man das nennen? Ne? Hast du vielleicht eine Idee, wie kann man Kompliment, Lob und Dank, was ist das in einem Wort, wie kann man das zusammenfassen? Da bin ich noch nicht drauf gekommen, also KLD-Card oder so, aber ist auch doof. Also ich suche noch einen knackigen Namen für das Ding. Ja, und dann ist halt die Frage, mache ich das auch bunt? Hier kann ich so Hausaufgabe draufstempeln oder wird das vielleicht die große gute Laune? Also, wo man dann das vielleicht, wenn es ausgefüllt ist, so ausschneiden kann und da kriegt man hier einen Stempel oder so. Also ich bin noch nicht ganz fertig, das ist noch alles in der Entwicklung. Vielleicht hast du eine Idee dazu, das zu machen. Auf jeden Fall geht das jetzt erstmal richtig in die Psychotherapie und die Therapeuten kriegen wohl am Montag so eine Karten und möglicherweise wird das dann sogar evaluiert, das heißt, es wird dann so eine Befragung dazu geführt, was die Patienten sagen, ob das geholfen hat oder nicht. Also ich bin total gespannt. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass nicht nur jetzt klinische Angstpatienten sowas benötigen, sondern ich glaube, heutzutage sind fast alle Menschen Angstpatienten. Wir leben in einer Zeit der Angst, also wir haben das durch Corona ganz stark mitbekommen, diese Angstmache ist überall, was wird mit der Zukunft, mit dem Klimawandel und mit der Wirtschaft und der Inflation, also ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht so ein Patient sein, sondern so eine IFGL-Card kann für uns alle vielleicht eine tolle Sache sein, wenn man das denn richtig macht und ich habe halt überlegt, wie kann ich jetzt das ein bisschen bunter machen oder so. Wie seriös kann es sein? Vielleicht, also ich habe ja hier diese Postkarten schon verschickt, auch in diesem Format. Also das ist ja die Forschungsaufgabe, wie wir unsere Gesellschaft mit Hilfe der Kunst zu einer Liebesbeziehung entwickeln können. Und wenn das die Frage ist, wie können wir das entwickeln, dann ist das ja schon hier eine tolle Antwort. Also wenn man das hier hinten dagegen macht, vielleicht kombiniere ich das auch. Was meinst du dazu? Hast du da... Oh, hier hinten. Ich habe einen Stempel, wo hinten ist. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich diese Karte nennen kann? Möchtest du auch mal eine haben? Soll ich die so machen, dass man die bestellen kann? Und dann schicke ich die zu, vielleicht so ein gegen Rückporto oder so. Ja, also soweit ist die Entwicklung auf jeden Fall. Das ist hier der...
Der Ursprung, der Prototyp, also ich hoffe, dass diese Karte sich jetzt noch entwickelt, dass sie ganz vielen Menschen hilft und dass sie einfach so ein Leuchten vielleicht in die Welt bringt. Weil, also wir können uns ja alle vornehmen, immer mal die Leute zu loben und zu Kompliment machen und zu danken. Aber wenn man hier so eine Liste hat, die man so abkreuzen kann und dann sagt man, letzte Woche habe ich 3 geschafft und diese Woche will ich 4. Das ist schon irgendwie, das ist wie so ein kleines Game, wie so ein kleines Spiel. Ja, also das war es jetzt zu den neuen Entwicklungen. Vielleicht hast du eine Idee, schreibst du drunter. Wenn du dich dafür interessierst, wie es weitergeht hier mit zum Beispiel mit dieser Sache oder mit den anderen Kunstwerken und Aktionen, die wir haben, dann melde dich einfach, dann abonnierst du einfach den Kanal und bist hier dabei oder du meldest dich auch und willst mitarbeiten, ist auch super. Der Preibisch sagt erstmal Tschüss.